Ach ja, wie schön. Und mit diesem Happy End geht unser Let's Play GTA Vice City auch auf sein Ende zu. Ich sag mal Leute, an Producer Leslie Benzies, Art Director Aaron irgendwas, ich hab's jetzt schon gar nicht mehr gelesen, aber lest euch die Leute durch oder auch nicht, aber des Anstands halber lasse ich natürlich die Credits hier durchlaufen. Es hat mich sehr gefreut, dass ich mit euch das hier spielen durfte. Und wir werden uns definitiv wiedersehen bei einem weiteren Let's Play. Ich will, wie gesagt, definitiv die gesamte GTA-Reihe, also zumindest jetzt die drei zusammenhängenden Spiele, noch spielen. Das heißt, wir werden mit GTA San Andreas weitermachen. Vielleicht werde ich noch was Kleines zwischenschieben, noch ein Mini-Projekt. Aber mal schauen. Erstmal, jedenfalls, hat es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, das Ganze hier zu Let's Playen. Und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Ich habe natürlich so meine Startschwierigkeiten, ist schließlich mein Erstlingswerk. Aber ich denke, das wird noch ganz gut laufen, so wenn ich dann mal so langsam reingekommen bin. Und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein, wenn es dann mal wieder heißt Let's Play mit mir, mit Rudra. Und ja, was soll ich noch groß sagen? Ich freue mich sehr darüber, dass wir noch Lance am Ende zeigen durften, was wir von ihm halten. Dass die miese Drecksau dann am Ende zu Sunny rüber gewechselt hat. Das passt natürlich wunderbar rein in diesen schittigen Charakter. Ja, ich bin sehr froh, dass wir da noch ausnocken durften. Und Sunny hat am Ende auch sein Fett weggekriegt und wurde niedergestreckt, wurde getötet und ist jetzt da, wo er hingehört, nämlich in den ewigen Jagdgründen. Und er hat schließlich doch noch bekommen, was er verdient. Für seine blöde Art. Ja. Jetzt ist Tommy der Herr im Haus, nicht wahr? Jetzt hat er die Geschäfte am Laufen dort, macht sein Geld und ist der große Mafia-Pate. Was aus Tommy wird, das ist leider bislang noch nicht bekannt. Ich hoffe ja, dass in GTA 5 Tommy Vercetti wirklich irgendwie vorkommt, weil der eine Charakter durchaus der gealterte Tommy sein könnte. Jungquack ist auch ein toller Name, sehe ich gerade. Ja, also ich hoffe, dass der dann wieder mit dort drin vorkommt und dass die Geschichte von Tommy irgendwie mal zu Ende geschrieben wird. Denn der hat ja wirklich jetzt, der ist ja vom Knastbruder zum Mafia-Paten geworden und eigentlich muss das irgendwie ein böses Ende nehmen. Entweder ein böses Ende oder er muss dann ein unglaublich mächtiger Mann sein, der dann ein richtiges Mafia-Imperium dort aufzieht. Aber bislang wissen wir es nicht. Und ich hoffe, dass das irgendwie mal zu Ende gebracht wird, die Geschichte von Tommy. Ansonsten muss das Kopfkino eben spielen und ich finde, das Ende ist doch sehr versöhnlich und sehr schön. Ja. Und mit diesen Impressionen, die hier noch durchlaufen, zu der seichten, transzendenten Musik und den Bildern aus Vice City, werde ich euch jetzt mal allein lassen, bis die Credits durchgelaufen sind. Wie gesagt, es hat mich sehr gefreut und ja, ich werde gleich noch ein paar Worte, noch die letzten Worte an euch richten, wenn die Credits durch sind, denn soweit ich weiß, kann man danach weiterspielen. Wenn nicht, bin mir jetzt nicht ganz sicher, dann hat es mir wieder, wie ich schon gesagt habe, sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns hoffentlich wieder. Ja, bis zum nächsten Projekt. Und jetzt lasse ich euch allein mit den Credits.
Ja, und damit haben wir es auch geschafft. Es geht tatsächlich noch weiter. $30.000 gibt es nochmal für die Mission. Auch wenn wir das Geld eigentlich nicht mehr brauchen. Wir könnten jetzt noch natürlich das Autohaus kaufen. Und wir könnten natürlich auch die ganzen Gebäude kaufen, die es ja ansonsten noch gibt, die ich ja komplett ausgelassen habe, abgesehen von unserer Ranzpenner heute. Ach, es gibt noch Telefonate zu bestreiten. Na, dann hören wir uns die noch an und dann gibt es nochmal noch eine Verabschiedung, weil es so schön ist. Also, auf zu den Telefonaten. Wir sind jetzt ein gemachter Mann. Hallo. Müsste Kent Paul nicht eigentlich Mercedes kennen? Schließlich habe ich Mercedes doch vorbeigebracht, als Lovefist jemanden haben wollte zum drüber schnackseln, oder? Mir war doch so. Und Kent Paul kriegt doch sowieso immer bei denen rum, weil er immer nur Arschkriecher bei irgendjemand anderem ist. Und da müsste er die doch eigentlich schon kennengelernt haben. Ach, noch ein Telefonat. Wunderbar. Was gibt's? Tommy, Thomas, it's Cortez. ¿Qué pasa? Things are interesting. How are you, my friend? I wanted to ask you about Mercedes. Okay, what about her? Oh, Tommy, I hear these stories, all these stories. I don't know what to think. Maybe she thinks she can do what she likes. But Tommy, tell me, is it true? Is what true? These stories I hear. She really going to be a lawyer. Tommy, it's a shame. It's a shame. You know, we Cortez are a proud family. We would never allow a daughter of ours to become a lawyer. Please tell me if it's so. I don't think I could take it. Oh, Colonel. I can assure you, Mercedes is never going to become a lawyer. Don't worry about it. Oh, thank you, Tommy. Tommy, thank you. The shame would be unbearable. Anyway, Tommy, you must excuse me, all right? The new Minister of Interior has arrived. Many years ago, I killed his father in a failed coup, so I must be polite. Hey, good day, amigo. Sehr schön, sehr schön. Ja, also wenn das das größte Problem von Colonel Cortez ist, dann weiß ich auch nicht, dass seine Tochter eine Anwältin wird. Aber gut, soll er wissen, der gute Mann. Ja, hier scheint Sunny seinen Fuhrpark aufgebracht zu haben. Das wäre eigentlich ziemlich schick, wenn die Kisten hier dann mit rumstehen würden. Noch ein Telefonat. Mensch, wir sind ja beliebt ohne Ende. Dann hören wir da auch nochmal rein. Bitte sehr. Tommy Fassetti. How's it going, Mr. Big Shot? I hear all these things about you. Some kind of player in town now, eh? Paul, you're drunk. Nah, you stupid pal. I ain't drunk. Oh, yeah, a couple, and some treats. I've been a bit of a couple of days, you know. Anyway, don't give me that. I ain't a mug. Who set you up in this town? Oh, me. That's who. Really? Don't give me that, don't. I introduced you to people. I showed you the ropes. Did a lot of stuff for you, and this is how you repay me. You ignore me. You won't give me a way in, or after all I did for you. What do you think, I am a div or something? Paul, take it easy. I've been busy. Don't be an idiot. I ain't no idiot, Moose. That's what I said in Boston. You are skipping the trouble, son, because you're going to get it. Tommy, mate, please. Use me, big O, please. Don't laugh at me. Paul, get some sleep, seriously. Ja, also der Typ scheint sich gerade nicht bloß eine Ladungsstoff reingepfiffen zu haben, sondern gleich 70 Lines wahrscheinlich. Denn gerade eben, als er angerufen hat, war er noch ganz in Ordnung gewesen und jetzt auf einmal war er total platt. Ja, natürlich will jetzt jeder was von uns, denn jetzt sind wir ja gemachte Männer. Und wir wollen aber nichts von denen oder lassen das nicht zu, dass irgendjemand jetzt noch was von uns will. Und ja, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt die Drogenbarone oder der Drogenbaron hier in Vice City. Wir haben jetzt den Laden am Laufen, haben eine riesen Villa, haben zig Einnahmequellen. Im Prinzip gehört uns die Stadt, wenn man so will. Also, die Versetti Gang hat's gerissen. Wir sind jetzt durch und haben Riesenerfolg gehabt. Wir haben Sunny ausgeschaltet, wir haben Lance ausgeschaltet, wir haben Diaz ausgeschaltet. Oh, wir haben so viele Leute ausgeschaltet. Und wir haben so viele neue Freunde gewonnen. Wir haben Avery, wir haben Ken, wir haben Kent. Wenn man den unbedingt als Freund haben will. Wir kennen Lovefist, wir haben Baker aus der Rocker Gang als Freunde gewonnen. Wir haben Phil als Freund, auch wenn das ein sehr merkwürdiger Kauz ist, der ja jetzt sowieso sich halb weggesprengt hat. Wir haben einen Porno-Regisseur, nämlich Steve Scott als Freund,
der uns irgendwie immer noch für seine Pornos anwerben will. Aber gut, das wird er wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, und wir haben viel Geld natürlich, das ist das Wichtigste. Wir haben Weiber und vielleicht hat Tommy ja auch irgendwann mal das Glück, dass er es endlich mal schafft, mit Mercedes was anzufangen. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal recht herzlich bedanken bei euch fürs Zusehen bei diesem Let's Play. Ich bin sehr froh drüber, dass ich zumindest ein paar Klicks jetzt schon mit meinem ersten Let's Play habe, denn es ist ja so also ein bisschen schwierig, da überhaupt erst mal Leute ranzukriegen, die das sehen wollen, Leute zu finden, die dann da mal so draufklicken, zufällig, und dann sich das angucken und sich denken, ach, ist ja eigentlich ganz okay. Und an dieser Stelle noch einmal herzliches Dankeschön fürs Zugucken, ganz ehrlich. Und schaut weiter rein bei mir, ich werde ganz lustige Sachen machen. Ich habe da ein kleines Projekt im Sinn, was ich vor San Andreas noch machen möchte, was wohl eher humoristisch gestaltet sein wird. Lasst euch überraschen und bis dahin sage ich auf jeden Fall auf wieder Tschüss. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Euer Rudra sagt Tschüss, indem er hier noch schnell randaliert. Und wir sehen uns wieder. Bis bald.